ihr Lieben. Und nun geht's in die zweite Schaltung. So, hallo Gran Canaria, zu Klaus Wehstedt von eben halt Hallo Gran Canaria. Und da habe ich ihn auch schon im Hintergrund gehört. Hallo Klaus, grüß dich. Jo, Martin, hallo. Hast gerade mitbekommen, in ganz Deutschland, in großen Teilen Deutschland, ist die 110 und die 112 ausgefallen. Das sind so Sachen, die sind so elementar, du brauchst sie nie, aber wenn du weißt, sie sind nicht da, dann fühlt man sich irgendwie komisch, glaube ich. Ja, es ist schon wichtig, dass man diese Telefonnummern überhaupt hat. Gerade die Notrufzentralen oder Notrufnummern. Wenn mal was passieren sollte, hat man ja schnell einen Kontakt, um Hilfe dann anzufordern. In diesem Fall ist dann natürlich eine arge und schlechte Geschichte. Gut, Technik ist Technik, ne? Technik kann ja ausfallen. Die Birne kann auch kaputt gehen, das fragst du dich, ne? Da können wir beide auch ein Lied von singen, allerdings. Ja, richtig. So. Also, es gibt aber auch andere Telefonnummern, da kann man ja örtlich dann direkt die Polizei anrufen oder die Feuerwehr, die also dann auch den Rettungsdienst für gesundheitliche Sachen und so weiter hat. Na, ich stelle mir nur gerade vor, es ist natürlich schon schwierig, ich stelle mir gerade vor, du siehst einen Unfall und versuchst jetzt dann immer die örtliche Polizei zu erreichen. Das ist dann gar nicht so einfach mit einer Direktdurchwahl statt eben dem zentralen Ruf. Ja. Also die zentralen Rufnummern sind schon ein ganz, ganz wichtiges und elementares Teil einfach in unserem Leben. Das ist ja hier genauso. Ich wusste ja gar nicht, was ich machen sollte. Es passiert ja nun mal auch, wo viele Menschen sind und auch was getrunken wird, da passieren auch Unfälle. Und da habe ich schon sehr oft auch die 112. Ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte, wenn ich die Nummer nicht hätte, also wenn die auch oder nicht funktionieren würde. Hier, Martin, da gibt es aber andere Möglichkeiten. Wenn man die 112 anruft, das ist ja die Hauptzentrale der Notrufe, dann dauert das halt auch noch ein klein bisschen länger, weil die Gespräche anzufangen also ein bisschen länger dauern, weil die dies und jenes noch wissen wollen. Aber wenn man jetzt direkt wenn du jetzt hier unten im Süden Hilfe benötigst, direkt die 092 anrufst oder direkt den Notruf des Roten Kreuzes oder der Bomberos, die Nummern muss man einfach parat haben. Mhm. Wenn man dort anruft, dann sind die also viel schneller unterwegs und können dann auch viel schneller retten und viel schneller helfen. Ja, einen klugen Rat. Die meisten auf jeden Fall, die meisten Anrufe für solche Fälle, wo es ganz schnell gehen soll, ja, das ist natürlich hier die örtlichen Telefonnummern. Also, ganz, ganz viele Tipps und Hilfen hätten Sie auch gerne gehabt, sind noch gar nicht so lange miteinander verheiratet. Wir hatten ja nun Kommunalwahlen, ich glaube vor 2 Jahren ungefähr. Und unsere Gemeinde San Bartolomé del Tirajana ist mal entstanden, die Regierung, wenn man das so sagen darf, eben halt in Form einer Koalition. Und da soll es jetzt bröseln und kriseln. Was ist denn da los? Ja, unsere Bürgermeisterin, die Conchina, hat natürlich festgestellt, und da ist sie natürlich auch sehr, sehr unglücklich, weil der Koalitionspartner, die CC-Partei, übrigens nur zur Erklärung, die nennt sich Koalition Canaria, die ist aus einer Gruppierung von Nationalisten, Konservativen und Ex-Kommunisten 1993 gegründet worden. Die waren bei der letzten Wahl, vor 2 Jahren waren die natürlich auch sehr stark vertreten. Die PSUE hier in unserer Gemeinde konnte nicht selbst alleine regieren. Die hatten also keine Mehrheit gehabt und so haben sie diese Partei mit hineingenommen. Es ist tatsächlich so, in den letzten 2 Jahren hat diese Partei bzw. die Stadträte dieser Partei ja fast gar nichts gemacht. Ganz im Gegenteil, sie haben also sehr viele Maßnahmen, die also die Bürgermeisterin hätte durchsetzen wollen, dann blockiert. Sie haben selbst ihre Arbeiten nicht richtig gemacht, teilweise überhaupt nicht gemacht. Das liegt alles noch in den Schubläden und so weiter. Und jetzt hat sie die Nase voll. Nun hat sie also angedroht, die Koalition platzen zu lassen, weil nämlich sie festgestellt hat oder seit längerer Zeit festgestellt hat, dass also hier die Loyalität oder die Respektlosigkeit dieser Stadträte vorhanden ist und da hat sie erstmal versucht jetzt mit den Sprechern, das heißt also mit den Sprechern der CC versucht ein Gespräch zu fördern, hat einen Termin dann auch genannt und was kam, ja, dieser Sprecher von dieser Partei ist gar nicht erst erschienen, er hat sich entschuldigt, weil der anderweitig beschäftigt war. Also man sieht also, es brodelt dort gemein ich denke mal, dass also die Versammlung der Räte hier in unserer Gemeinde dann sicherlich auch
dann auch die Verhandlungen führen wird und dass es also zu einem Bruch kommen kann und kommen wird, wenn sie nicht bereit sind, also jetzt endgültig mal intensiver an diese Sache, an ihre Aufgaben heranzugehen und auch Lösungen dann zu schaffen. Übrigens, da gehört auch das Thema Liegen und Susanne-Schirme hier bei uns gehört dazu. Das Interessante sind überhaupt gar nicht interessiert. Die haben also da weiter auch keine etwas Maßnahmen unternommen und das liegt also weiterhin noch ein bisschen brach und somit ist hier natürlich, ja, man kann schon sagen, ein kleiner Vulkan brodelt in unserer Gemeinde oder sagen wir mal Gemeindeverwaltung hier von San Bartolomé de Tirajana. Aber das war jetzt nicht irgendwie, das zieht sich schon genau genommen länger hin, es ist nur halt jetzt auch dann eben sozusagen an die Oberfläche gekommen. Ja, genau, richtig. Ja, traurigerweise da wird sicherlich so einige Änderungen dann gemacht werden, inwieweit also, wenn diese Koalition bricht, wie das dann weitergeht, das müssen wir mal abwarten. Müssen wir abwarten, werden wir sehen. Und aber was zumindest schon mal schön ist, sind einfach auch positive Nachrichten. Da wäre zum Beispiel, dass eben halt die ganzen Weihnachtsgalas und Weihnachtsveranstaltungen stattfinden. Ja, das ist also eine wunderbare Sache, denn der Rat der Nationalen Gesundheitsdienste, sagt man ja, also vom Gesundheitsministerium, und zwar der spanischen, die haben also gestern zusammengesessen und haben also berät, weil viele Anfragen natürlich vorhanden sind, was ist jetzt mit den Fußballstadien in Europa? Werden sie gefüllt? Hier werden sie noch nicht gefüllt, in Spanien wie auch in den Autonomien. Was machen wir? Und sie haben sich also entschlossen, dass zumindest die Fußballstadien bis zu 100% gefüllt werden dürfen, also alle Plätze dürfen besetzt werden. Und in den Sporthallen, das heißt also in den geschlossenen Hallen wie Basketball und so weiter, die dürfen dann auf bis 80% ihre Sitze dann besetzen. Und es gibt natürlich auch Sicherheitsmaßnahmen und Gesundheitsmaßnahmen, die dabei natürlich berücksichtigt werden müssen. Aber es geht weiter, dass also hier eine gewisse Normalität wieder eintreten kann, und zwar bereits schon jetzt am Wochenende ab 1. Oktober. Ab 1. Oktober, das heißt, dass es wäre, also man könnte wieder mit ausverkauften Stadien rechnen bei eben halt den Spielen von UD Las Palmas. Ja, genau, richtig, genau. Das ist ja schön. Was ist denn genau mit den Weihnachtsveranstaltungen nochmal? Ich zähle jetzt auch beispielsweise die Winter Pride dazu, die natürlich vor Weihnachten ist, das weiß ich. Ich denke mal auch, dass man das mit einbezieht. Man sagt also, man hat also jetzt, und zwar die beiden Bürgermeister von Las Palmas wie auch von Cruz de Tenerife, die haben sich auf Tenerife getroffen, um hier mal gemeinsam einen Weg zu finden, wie feiern wir Weihnachten und wie feiern wir Karneval im nächsten Jahr. Mhm. Man ist also zu dem Schluss gekommen, wie auch das Gesundheitsministerium ja auch schon angekündigt hat, die Pandemie geht weiter zurück und dass man hier also zumindest also die Galas, die man zu Weihnachten und auf den Karnevalfesten macht, auf jeden Fall werden sie stattfinden. Das haben sie also versprochen. Es sei denn, dass also in der Zwischenzeit etwas anderes passiert, dass die Zahlen oder die Neuinfektionen weiter zunehmen werden. Das ist aber nicht zu erwarten. Inwieweit also hier die Straßenumzüge und Straßenfeste stattfinden, da haben sie noch keine Entscheidung getroffen, weil das wäre auf jeden Fall noch zu früh, um da jetzt zu sagen, okay, wir machen auch einen Straßenumzug. Nein, das wird also dann zu gegebenen Zeit nochmal untersucht und auch das Gesundheitsministerium hat gesagt, ja, noch können wir keine Entscheidung treffen, das werden wir nicht machen, das werden wir also kurz vorher, 4 Wochen vorher oder 3 Wochen vorher, bevor das Weihnachtsfest anfängt, die Veranstaltung oder Karneval, dann entscheiden, ob wir auf der Straße auch feiern dürfen. Aber die Galas auf jeden Fall, die sind zugesagt worden, vom Gesundheitsministerium, und da gehen also jetzt schon die Planungen richtig los. Ja, wunderbar. Das sind natürlich schöne, positive Nachrichten. Aber Dreh- und Angelpunkt bleibt natürlich ganz klar eben der Status quo, der Stand der Dinge, die Inzidenzzahlen. Und jetzt wieder mal meine Frage. Stillstand, Aufschwung, Abschwung. Wo sind wir?
Ja, wir haben eine ganz kleine Veränderung gestern am gestrigen Dienstag beim Update des Gesundheitsministeriums festgestellt. Auf den gesamten Kanarischen Inseln gab es gestern 109 Neuinfizierungen. Daraufhin die Inzidenz für die gesamten 8 Inseln von den Kanaren steigt leicht auf 26,75. Ist immer noch sehr, sehr gut. Hier auf Gran Canaria gab es 33 Infektionen am gestrigen Tage. Die Inzidenz steht ja, von gestern, nee, Montag, 19,52 und steht seit gestern auf 20,46. Auf Teneriffa gab es 42 neue Infizierungen. Daraufhin steigt hier auch ganz leicht die Inzidenz auf 25,63. Auf der Insel Lanzarote hatte ja mal eine Phase gehabt, wo sie also sehr hohe Infektionen festgestellt haben, aber gestern waren es 13 an der Zahl. Die Inzidenz 46,85. Auch auf Fuerteventura gab es 12 neue Infizierungen. Die Inzidenz geblieben wie auch am Vortage 64,31. Auf der kleinen Insel La Palma mit ihren 83.000 Einwohnern gab es 7 neue Infizierungen. Auf Darien wird natürlich die Inzidenz auch berechnet mit allen Faktoren. Sie steigt auf 16,77. Muss man sich aber noch keine Gedanken machen. Auf La Gomera gab es eine Infektion am gestrigen Tag, obwohl die Tage davor keine Infektionen auftraten. Und man kann mal sehen, bei 26.000 Einwohnern, dass die Inzidenz hier auf 4,61 steigt. Auf El Hierro gab es eine Infektion, aber durch die vielen Tage davor, wo keine Infektionen aufgetreten sind, sinkt die Inzidenz auf 35,88. Also ein ganz, ganz leichter Anstieg, aber das ist nicht zu befürchten, dass sie also die Zahlen weiter steigen und dass es weiterhin jetzt vermehrt Neuinfizierungen auftreten. Das Gesundheitsministerium ist da sehr, sehr optimistisch und hat gesagt, okay, das ist vielleicht eine Phase an dem Tag, weil wir nämlich auch an dem Tag mehr Tests durchgeführt haben als die Tage davor. Man hat also hier ungefähr 3.000 Tests gemacht und bei diesen 3.000 Testergebnisse sind über 2% dann positiv getestet worden. Kommen wir zu den Gemeinden. So, auf Gran Canaria, ja, da gab es in unserer Hauptstadt Las Palmas 31 Neuinfizierungen am gestrigen Tag, die gemeldet worden sind. Die Inzidenz lautet 41,18, also hier auch dann ein kleiner Anstieg von 38,30 auf 41,18. In der Gemeinde Telde gab es eine Infektion, daraufhin aber noch nur noch 11 aktive Fälle, die zur Behandlung anstehen. Die Inzidenz geblieben wie am Vortag 1,95. In unserer Nachbarschaftsgemeinde Santa Lucia de Tirajana gab es wiederum keine Infektion. Die Inzidenz ist aber trotz alledem geblieben wie am Vortag auch 9,38. Erfreulicherweise in unserer Gemeinde San Bartolomé de Tirajana wurden gestern keine Infektionen gemeldet. Die hatten ja die Befürchtung gestern gehabt, bei einer Inzidenz von 24,98, was ist da los, steigt sie oder was ist da im Einzelnen, woher kommen die und so weiter und so fort. Also es war schon ein klein bisschen kribbelig. Aber bei 53.000 Einwohnern schwanken die Inzidenzzahlen natürlich sehr gewaltig. So dass also heute wir sagen können, der gestrige Inzidenz lautet für unsere Gemeinde 9,36. Erfreulicherweise einstellig, ja, richtig. In unserer kleinen Gemeinde Mogan, dort gab es wiederum auch keine Infektionen, die gemeldet worden sind. Wie kann das anders sein? Die Inzidenz, wie gehabt, 0,0. Ja, auch hier unten im Süden von Gran Canaria eine Verbesserung zu erwarten bzw. feststellbar. Es ist weiterhin ein super grünem Bereich. In den Hotspots der Tourismus, wie auch hier in den Playa de Inglés, Las Palomas und so weiter und so fort. Also hier kann man sich sauwohl fühlen. Obwohl, muss man dabei sagen, der Virus ist noch nicht bekämpft worden. Er ist immer noch vorhanden. Es könnte sein, wenn man sich jetzt also mit Leuten zusammensitzt, egal wo, dass der eine schon den Virus in sich trägt, obwohl das noch gar nicht weiß.
oder keine Symptome aufweisen. Also man muss also noch weiterhin ein klein bisschen umsichtig sein und nicht einfach so die Menschen dann umarmen oder knutschen oder wie auch immer. Das würde ich also in dem Fall jetzt immer noch nicht machen. Ja, und natürlich auch die Maske tragen, auch wer sie extrem trägt. Lasst sie ruhig, die Menschen, die haben auch vielleicht selber einfach ein bisschen Angst. Fangt nicht an, die Menschen auch zu bekehren. Ihr müsst die Maske, könnt ihr wieder abnehmen und so weiter. Spätestens, wenn sie das Getränk in der Hand haben, werden sie überlegen, was mache ich jetzt? Und die entscheiden das einfach für sich selber. Und stelle ich nicht mehr so fest. Es war eine Zeit lang in der Tat so, dass wirklich Menschen dann auch sagen, hey, mach die Maske ab, du brauchst das nicht mehr und so weiter. Und man sagt, hey, Gott, lass sie doch einfach. Wenn sie es doch tragen möchten, dann sollen sie es doch tragen. Und alles geht seinen Weg. Also ich würde das jetzt stagnierend nennen. Also wenn wir jetzt von 20 auf 22 hochgehen, dann ist das eine stagnierende Situation. Ich denke mal, dass wir auch mit diesem Bereich einfach leben werden. Das heißt, diese Zahlen so ungefähr, dass man 9 mal 13 auf 100.000 und also alles, was unter 25 ist, also tendenziell, also eben halt auch langfristig, ist alles im grünen Bereich, ist meine persönliche Meinung. Weil ich glaube, dass die Krankheit nicht weggehen wird, sondern sie wird bleiben. Wir lernen damit umzugehen. Das, glaube ich, tun wir gerade mittlerweile. Du siehst ja, ein Stadion wird auch geöffnet. Die Impfung ist soweit. Es drehen sich alle Zahnräder jetzt quasi in einem Uhrwerk und es geht seine Dinge. Und irgendwann wird das wirklich ins zweite Glied rutschen, das Thema Corona noch nicht. Aber irgendwann ist es so. Eine Frage, die mir natürlich einfällt, morgen ist der Rat der Weisen. Was meinst du? Steht auf dem Zettel, dass man darüber nachdenkt, Gran Canaria auf die Stufe 1 runterzusetzen? Also von den Zahlen und von den Krankenhäusern, was gemeldet worden ist, die werden ja auch weiterhin entlastet, müsste es normalerweise passieren. Mhm. Aber es gibt ja noch andere Faktoren, die wir nicht kennen. Ja. Da müssen wir dann das abwarten. Ich wünsche es mir, dass Gran Canaria in die Stufe 1 kommt, wie alle viele Leute natürlich auch und klar, du auch. Weil wir ja dann noch mehr Freiheiten bekommen. Da reden wir aber drüber, wenn es soweit ist. Es ist schon, ja, das wollte ich gerade sagen, darüber schnappen wir dann die große Überraschung, das werden wir dann am Freitag darüber reden. Wenn dem so ist, wie wir gerne hätten. Ja. Klaus, ich wünsche dir einen schönen Mittwoch noch. Mach gut, ich mache wieder Musik. Ja, dann hau mal schön rein und ich wünsche allen Zuhörern hier von Radio Primavera einen wunderschönen Nachmittag, auch schöne Grüße nach Norddeutschland, nicht mehr die. Und ich danke, dass ihr so zahlreich zugehört habt und morgen geht das dann weiter. Mal schauen, was wir dann für euch zu präsentieren haben. Genau. Ciao, ciao. In diesem Kino. Tschüss, Klaus. Ja, tschüss, tschüss. So, und euch auch tschüss. Ich stelle euch gleich die Kamera wieder an, wenn ihr dann schreiben wollt, so wie ihr das hier fleißig macht. Wir hören uns morgen wieder. Alles Liebe, alles Gute. Euer Martin. Tschüss.